Von wo kommt der Strom? Auf diese Frage bekommt man zumeist die lapidare Antwort, der Strom kommt aus der Steckdose. Aber da bedarf es vieler Stationen, bis es soweit ist. Die Stadtwerke Bruck an der Mur legen wieder einmal vor, was technische Infrastruktur anbelangt. Wie aus den Medien bekannt ist, werden die Tunnelröhren, Heuberg-Tunnelröhren saniert. Und für den Zweck werden auch neue Betriebsgebäude gebaut und jetzt müssen wir die Kabel umverlegen. Wie sieht denn das mit dem Stromverteilernetz aus? Wie schaut denn so ein Netz aus? Ja, das Netz der Stadtwerke Bruck hat ein 5kV und ein 20kV-Netz. Es sind ca. 120 Kilometer Kabeln und davon sind 5 Kilometer Hochspannungsfreileitungen. Das heißt, die Freileitungen werden immer durch ein Kabel verdrängt. Es gibt ja in Teilen der Steiermark auch wilde Proteste, wenn wieder heißt, es wird eine 340kV-Leitung installiert und es geht über Freileitungen. Man braucht sich eigentlich die Sorgen gar nicht mehr zu machen, denn irgendwann wird es diese Freileitung überhaupt nicht mehr sichtbar geben. Ja, das ist ein ganz anderes Thema mit der Hochspannung. Das ist ein politisches Thema und ist natürlich auch ein Kostenfaktor. So eine Hochspannungsfreileitung und an der Kabel ist der Kostenfaktor mal 3. Was eine Freileitung kostet, kostet das Kabel 3-mal so viel. Wie tief müssen Sie denn da hinuntergraben, wenn Sie die Kabel verlegen? Die Kabeln werden auf 90 cm verlegt. Das ist Standard, das ist, ja. Vor allem wegen der Frostgrenze. Ne? Die Frostgrenze spielt da keine Rolle, aber wegen Beschädigungen, wenn wieder Grobarbeiten sind, ja, es ist Norm. Wie sieht denn die Zukunft eigentlich aus? Wohin geht der Trend? Noch mehr Stromverbrauch oder weniger? Es wird meines Erachtens immer mehr Strom verbraucht werden, wenn man einen Haushalt betrachtet. Wer hat einen Fernseher oder einen Kühlschrank zu Hause? Auch das von vielen noch als Utopie angesehene Elektroauto wird von den Stadtwerken Bruck als zukunftsträchtig eingestuft. Es wird die Zukunft sein. Es wird irgendwann nochmal kommen, wenn auch in kleinen Schritten, aber es wird kommen. Thank you.